Donnerstagabend, 19 Uhr. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Trading Insights Webinar. Ich begrüße alle recht herzlich und heiße auch den Ingmar in der Runde willkommen. Ja, servus René, hallo in die Runde. Ja, spannender Tag, vor allem für diejenigen, die im Aktienbereich unterwegs sind. Wirecard heute zwischenzeitlich bei 70% minus. Weiß gar nicht, wo zum Schluss standen, ein paar an 60%. Also da wird das jetzt ein bisschen konkreter, was sich da jetzt schon seit Jahren hält. Das wird nach wie vor meines Erachtens, obwohl ich jetzt mit Aktien nicht so viel am Hut habe, eine Aktie sein, die höchst volatil ist. Ich wüsste nicht, wie man die jetzt mit nennenswerten Strategien handeln sollte. Das ist jedes Mal eine Wette, hopp oder top. Ich hoffe, dass niemand da investiert ist und wenn, dann auf der Short-Seite, denn dann hat man ja davon ordentlich profitiert. Ja, Aktien können auf der einen Seite sich verzehnfachen, das wird ein Rohstoff niemals machen. Auf der anderen Seite können sie sich natürlich auch schnell in Luft auflösen, das wird ein Rohstoff auch nicht machen. Also alles, was irgendwo uns außergewöhnliche Vorteile bringt, bringt uns natürlich dann auch entsprechende Unannehmlichkeiten. Das gehört einfach dazu. Es gibt eben einfach nichts geschenkt. Bevor wir loslegen, die rechtlichen Hinweise. Trading ist ein spekulatives Geschäft, das unabhängig von den gehandelten Produkten Risiken mit sich bringt, die bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Jeder ist für seine Handlungen eigenverantwortlich und auch für die damit erzielten Ergebnisse. Alles, was wir besprechen, dient Informationszwecken, zeigt, was wir machen, erklärt, wieso wir es machen, fordert aber niemanden zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren auf. Und jeder sollte eigenständig mit der entsprechenden Gewissenhaftigkeit arbeiten. Und Gewinne aus der Vergangenheit sind logischerweise keine Garantie für künftige Gewinne. So, ich habe ein paar Märkte, in denen ich jetzt im Moment was mache. Der Ingmar kann ja dann auch in seinem Part so ein bisschen erklären, was im Moment sich bei ihm im Handel abspielt. Bei mir ist es so, dass ich zum Beispiel aus den Best Seasonals, das ist eine Schulung aus der Trader-Ausbildung, das sind 10 saisonale Setups, die besten saisonalen Patterns. Da ist das auch eines davon, und zwar nutzt das diesen Effekt, oder versucht den Effekt zu nutzen, dass Zucker im Juni oftmals, bei weitem nicht immer, zur Stärke neigt. Man muss dazu ein bisschen ausholen. Zucker ist ja unter anderem in Brasilien wird es stark angebaut, in Indien wird es auch stark angebaut und ist natürlich in dieser Jahreszeit recht sensibel. Das hat mit dem Erntezyklus, mit dem Crop Year zu tun. Und wir haben jetzt gerade in dieser Zeit dort auch oftmals sehr, sehr starke Schwankungen. Was wichtig ist, dieses Setup an sich, ich habe hier mal einen Screenshot gemacht aus der Schulung heraus. Also das sind, hier oben sieht man die Trefferquote 90% für damals 22 Jahre. Das ist unwesentlich geringer, wenn man nochmal ein Jahrzehnt weiter zurückgeht. Also hat eine hohe Trefferquote. Das Entscheidende ist, man hat bei hohen Trefferquoten, ob das jetzt 75, 80 oder 90% Trefferquote sind, man hat bei hohen Trefferquoten immer eine Erwartungshaltung, die in der Praxis nicht zu erfüllen ist. Ihr seht hier oben das Auszahlungsprofil. Oben rechts sieht man die Balken, wie die Trades gelaufen sind. Am Ende, also hier dieser grüne Part ist dann das Schlussergebnis und der rote Part ist eben der zwischenzeitliche Drawdown. Und da sieht man auch 90% Trefferquote. Da denkt man ja sofort, okay, das haut ja immer hin. Das impliziert aber, und das sieht man eben nicht, wenn man einfach nur die nackten Zahlen sieht, wenn man nur hört 90% Trefferquote, denkt man, okay, das trifft immer. Da sind aber auch Treffer dabei, wie diese hier in den Jahren 96, 97, 98, wo das gerade so im Plus gelandet ist. Ein paar Ticks, drei, vier Ticks, also verschwindend gering, zählt als Plus-Trade, ist auch ein Treffer. Wenn ich siebenmal $10 gewinne damit,
habe ich 100% Trefferquote, wenn ich 7 Trades betrachte und habe 7 mal $10 gewonnen. Im Endeffekt hat das gerade mal die Gebühren rausgeholt. Ich habe zwischenzeitlich große Schwankungen möglicherweise gehabt. Also da muss man wirklich aufpassen. Man hätte dieses Setup hier, 90% Trefferquote, hätte man Minimum 10, eher sogar 12 bis 15 Jahre handeln müssen, um auf den Erwartungswert zu kommen. Es handelt halt nur einmal im Jahr. Und dann gibt es halt ganz viele Jahre, die sich mehr oder weniger neutralisieren, in denen es fast plus minus null läuft. Und es sind einzelne Jahre, in denen es dann auch mal wirklich einen starken Schub gibt. Und das hat damit zu tun, in so einem Rohstoff, dass es dann natürlich Anomalien gibt. Es gibt Ernteschäden, Schädlingsbefall, wetterbedingte Schäden oder Beeinträchtigungen der Ernte. Und dann gibt es mal so einen Schub. Und das ist das Entscheidende auch. Man muss sich des Weges bewusst sein, den so eine Strategie nimmt. Entweder ich bin damit okay, dass es so ist, dass sich eine ganze Zeit lang nicht viel abspielt und irgendwann kommen die großen Trades und die ziehen das dann. Aber irgendwann bedeutet hier möglicherweise nach 7, 8, 9 oder 10 Jahren, was sehr, sehr lange ist. Also selbst für mich, ich bin zumindest im Trading ziemlich geduldig, in anderen Bereichen nicht ganz so, aber hier bin ich ziemlich geduldig. Aber 10 Jahre ist selbst für mich schon eine Hausnummer. Bedeutet, ich muss streuen, ich muss es in vielen Märkten muss ich traden. Oder ich muss mir eben den Weg anschauen und muss sagen, das ist nichts für mich. Ich brauche ein Setup, was eine hohe Gleichförmigkeit hat. Da hat ja der Klaus Müller ein tolles Tool für seinen oder in seinem Algo-Trader entwickelt, mit dem er eben die Gleichförmigkeit von Ergebnissen misst. Heißt also, da würde jetzt zum Beispiel hier kein so hohes Ranking rauskommen bei dieser Strategie, weil im Prinzip eine Handvoll Trades einen Großteil der Performance machen. Und ein beständiges Setup, da sind ja die Ergebnisse dann ähnlich groß. Und hier differieren die schon sehr, sehr stark. Also das muss man wissen. 90% Trefferquote klingt immer gut, ist aber gar nicht so einfach. Ganz viele Trades hier gerade so im Plus gelandet, $100, $40, das sind alles Trades, die fallen beim nächsten Mal, fallen die auf die andere Seite oder fällt die Münze auf die andere Seite. Also ich habe jetzt im Futures Account hier, im Live Trading Account, habe ich eine Order im Markt, habe ein Limit im Markt. Ich habe in anderen Accounts, zum Beispiel auch bei den Strategiesignalen, sind ja auch zyklische Trades dann drin oder zyklische Setups drin. Da wird das auch gehandelt und in anderen Projekten habe ich zum Beispiel hier diesen Long Mini Future mit dieser WKN hier gekauft. Stop ist auch entsprechend schon hier vorgegeben und Einstieg bis maximal 2,6 ist hier. Da kommt man jetzt sogar besser rein als in den letzten Tagen. Klar muss sein, ich muss so ein Setup, wenn ich das mache, es macht keinen Sinn zu sagen, ach cool, ich probiere es mal aus. Entweder ich entscheide mich dazu, so etwas in mein Handelskonzept mit aufzunehmen und handle das die nächsten 5 bis 7 Jahre mal konsequent durch und guck nicht jedes Mal drauf und sag, oh, jetzt hat es nichts gebracht und stelle alles in Frage, sondern ich mache mir bewusst, das kann sein, dass es dauert, oder ich lasse es von vornherein bleiben. Ist ja überhaupt kein Problem. Ich habe das die Woche auch oder schon öfter mit dem Beispiel Urlaub gebracht oder am Beispiel von Urlauben. Ich kann jetzt sagen, okay, Australien ist toll, sieht schön aus von der Landschaft, will ich hin. In dem Moment, in dem ich dann feststelle, ich muss da 22 Stunden im Flugzeug sitzen, vielleicht sage ich dann, okay, ich muss doch nicht hin. Wenn ich hin will, muss ich eben mit den 22 Stunden Flug oder Gott weiß, wie viel es dann jetzt genau sind, muss ich okay sein. Es steht mir aber auch frei zu sagen, gut, dann verzichte ich auf Australien und mache nur Flüge von 2,5 Stunden, dann werde ich halt auf Ibiza landen oder auf Mallorca und halt nicht in Australien. So, also es steht ja jedem frei, auch bei einer Strategie zu sagen, nee, das ist nichts für mich, weil das dauert mir zu lang möglicherweise. Das ist ja absolut in Ordnung. Man muss nur natürlich sich bewusst machen, es ist nicht so, dass man hier im Wunschkonzert ist und sagen kann, nee, ich brauche eine Strategie, die immer trifft und jedes Ergebnis gleich groß ist. Es ist nun mal so, dass es irgendwo immer einen Haken gibt. Entweder es schwankt sehr stark und ich habe viele Fehlversuche oder ich habe eine hohe Trefferquote, aber die Strategie handelt selten. Und wenn sie fehlschlägt, schlägt sie gravierend fehl.
Oder ich habe viele Trades, die sich neutralisieren und ganz, ganz wenige, die dann die Performance ausmachen. Also irgendwo wird immer der Haken sein. Man kann sich davon verabschieden, dass Trading etwas ist, bei dem es angenehm permanent abläuft. Man wird Trades haben, da kommt man knapp nicht rein. Man wird Trades haben, die überrennen einen. Das gehört eben dazu. Aber wichtig ist, und das versuche ich ja auch in der Ausbildung immer wieder zu betonen, die Strategieregeln an sich, die sind schnell abgehandelt. Die schreibt man sich auf, druckt sie sich aus und kann die anwenden. Die Frage ist, kriege ich es hin, diszipliniert, lange genug danach zu handeln? Und dazu muss ich mir ein Auszahlungsprofil anschauen. Und das machen die allerwenigsten. Ich denke, die wenigsten schauen sich bei einer Strategie die Equity an und machen sich auch mal bewusst, wie sah denn der Weg aus? Stellt euch einfach vor, ihr habt diese Strategie 1993 angefangen zu handeln. Verlust, plus minus null, Verlust, leichter Gewinn. Jetzt hat man es 4 Jahre gehandelt, ist immer noch im Minus. Fünftes Jahr, sechstes Jahr, siebtes Jahr bringen auch praktisch nichts. Ich bin nach 7 Jahren mehr oder weniger plus minus null. Hab die Erwartung, dass das immer trifft. Also, das macht ja unser Gehirn aus 90%. Und hab die Erwartung, dass ich 1000 Dollar pro Trade mache. 1072 im Schnitt. Das heißt, ich denke, oder mein Gehirn macht daraus, das haut immer hin und du kannst die 1000 Dollar pro Trade schon mal einbuchen. Das heißt, nach 7 Jahren wähne ich mich bei 7000 Dollar. Und zwar auf eine sehr angenehme Art und Weise. Und ich stehe bei wahrscheinlich 0 Dollar oder vielleicht ein paar hundert Dollar und fühle mich gar nicht so wohl damit. Und dann muss ich weitermachen und dann erst kommt die Performance. Und die richtig große Performance kommt, wenn ich das ein ganzes Stück weitergemacht habe. Das ist jetzt sicherlich ein extremes Beispiel. Es gibt auch zum Glück natürlich Strategien, die ein bisschen gleichförmiger laufen. Aber um sich mal darauf zu präparieren und vorzubereiten, was einen da erwartet im Handel, wie es läuft auch. Da ist genau das natürlich wichtig. Wir werden, wenn der Ingmar nachher was zu seinem Handel im Moment sagt, bei mir zum Beispiel auch mit Short-Aktionen im Aktienmarkt, das ist auch ein zähes Ding gewesen, dann hat es aber auch mal korrigiert. Da muss man halt sich auch einfach mal bewusst machen, um diesen Rutsch, den wir dann da letzte Woche hatten, um den mitzunehmen. Wie viel Versuche hat man denn gebraucht? Also je nach Handelsstil waren das vielleicht ein halbes Dutzend, ein Dutzend oder es waren sogar 40, 50, 60 Versuche, je nachdem, was man für einen Handelsstil hat. Und das ist ja der Punkt. Dass das am langen Ende funktioniert, ist ja eine Sache, aber es bringt ja nichts, wenn ich 30 Versuche machen müsste, um den Erwartungswert zu treffen. Und ich aber schon nach dem vierten, fünften Versuch die Segel streiche. Und das ist dann typischerweise eben die Realität. Also deshalb Zucker im Moment einer der Märkte, auf die ich schaue, aber wo ich auch im Moment noch nicht so aggressiv einsteige. Ganz einfach, weil Rohstoffe in der Breite, mal von einzelnen Stories abgesehen, weil Rohstoffe in der Breite eben sehr von dem Zinsniveau abhängen. Und wenn die Zinsen, wie wir es jetzt in den letzten Monaten hatten, Corona-bedingt, nochmal runtergehen weltweit, Zinsniveau ganz, ganz niedrig ist, dann drückt das auch auf die Rohstoffpreise. Das heißt, wenn ich jetzt nicht eine Einzelstory habe, bei der, keine Ahnung, Streik in Brasilien oder riesiger Ernteschaden bei Zucker, wenn ich nicht eine Einzelstory habe, werden die Bewegungen nach oben nicht so üppig ausfallen. Also da muss man schon eine Sonderstory handeln. Zweiter Markt aus dem Rohstoffbereich, den ich auf der Watchlist habe, wo ich aber auch noch nicht so viel mache, weil der sich gerade beruhigt hat nach enormen Schwankungen, ist Palladium. Palladium ist ein Markt, der eignet sich zum Beispiel zum Breakout- und Trendhandel ausgezeichnet, aber der hat natürlich ein ganz, ganz unangenehmes Marktgebaren. Der ist ganz, ganz lange sehr ruhig. Wir sehen das jetzt hier auch. Das ist jetzt schon seit ein paar Wochen. Eiert das hier rum. Seit Ende April pendeln wir mehr oder weniger in dieser Bandbreite 1890 bis 1980, also ungefähr 100 Dollar, was nicht viel ist. Das sind 5% ungefähr, kann man sagen. Und das zieht sich immer mehr zusammen. Ich habe sie mal mit diesen Pfeilen markiert. Das zeigt, die Vola geht immer mehr raus. Und dann ist es interessant, das ist ja ein eher ein Grundzyklus, Wechsel in der Volatilität. Große Vola, kleine Vola, Trend, Konsolidierung, das wechselt sich ab. Das heißt, ich lauere in diesem Markt auf einen Breakout, aber ich muss natürlich warten, dass es lange Zeit eben nicht trendig war.
Heißt also, das ist jetzt noch nicht akut, sondern Palladium wird in den nächsten Tagen, vielleicht auch erst in ein paar Wochen, wieder spannender. Aber das wird ein Kandidat sein, da achtet man im Moment nicht drauf, weil es einfach unspektakulär läuft. Und da kann aber aus dieser Bandbreite heraus, die ich hier auch eingezeichnet habe, 1890 unten, 1975 oben so ungefähr, wenn es daraus ausbricht, man wird vielleicht nicht beim ersten Versuch einen Trend erwischen, aber da wird es dann interessant. Problem dabei ist, wenn man das im Future handelt, ist es sehr, sehr teuer. Also wenn ich da $100 als Stop habe, und die bräuchte ich ja hier, sind das 10.000 Dollar, die ich verliere. Nicht ganz so angenehm. Heißt, ich muss auf verbriefte Produkte ausweichen. Dann kann ich die Einsätze skalieren, muss ich gucken, ob es dann auch entsprechend die Produkte gibt, die ich bräuchte, und kann aber damit natürlich dann auch viel, viel feiner die Einsätze und die Risiken skalieren. Also Palladium auch ein Kandidat für einen Breakout. In welche Richtung? Keine Ahnung. Das muss ich auch gar nicht wissen. Ich muss nur wissen, der Markt wird, was weiß ich, nächste Woche, übernächste Woche interessant für einen Ausbruch. Dann muss ich die Marken kennen. Die habe ich hier schon eingezeichnet und gerade eben benannt. Und dann entscheidet der Preis, beziehungsweise der Markt selbst, in welche Richtung es geht. Und ich muss mich darauf vorbereiten, dass es möglicherweise zwei, drei Versuche braucht. Vielleicht bricht es erst nach unten aus, dreht dann nach oben, bricht nach oben aus, dreht nochmal nach unten. Also da muss man auch das Ganze als eine Gruppe von Versuchen betrachten und nicht sagen, okay, ich nehme jetzt mal einen Versuch vor und dann lasse ich es. Weil oftmals sind es so die zweiten und dritten Versuche, die tatsächlich etwas bringen. Das geht mir im Alltag auch so und nicht immer hat man diesen zweiten, dritten Trade. Bei Reis hätte ich zum Beispiel auch nochmal einen zweiten Versuch unternehmen sollen oder müssen und da wäre das hochgradig profitabel gewesen. Dazu kam es nicht und so guckt man dann in die Röhre. Also auch hier muss man sich vorher damit auseinandersetzen, was erwartet einen da. Dritter Markt. Nee, vielleicht ganz kurz Zwischenfrage auch von mir zu Palladium. Und zwar, die COT-Daten sind ja weiterhin sehr bullig, weil ich habe Palladium heute auch in einer anderen Webinar, was ich heute Morgen hatte, habe ich es auch vorgestellt. Ist für mich ja ein klarer, also eher ein klarer Long-Kandidat. Das heißt, ich würde eher darauf setzen oder schauen, wird eine gewichtige Unterstützung, hält die und dreht der Markt wieder nach oben weg oder gibt es einen Breakout nach oben? Aber würdest du tatsächlich auch aufgrund dieser starken COT-Daten auch die Short-Seite handeln, wenn jetzt der Markt nach unten ausbricht? Also im Future nicht, aber mit einem verbrieften Produkt, da ist ja, das ist ja dann eine Breakout-Strategie. Also natürlich würde ich mich mit der Long-Seite wohler fühlen, aber das wäre ja dann tatsächlich nur bezogen auf diese Range. Und da sehe ich es tatsächlich als Gruppe von Versuchen, weil wir haben es ja in den COT-Daten auch oftmals, dass es erstmal noch einen Schlenker gibt. Von daher würde ich hier tatsächlich dann das Setup handeln, auch auf der Short-Seite, aber natürlich mit moderaterem Einsatz, weil die Wahrscheinlichkeit für die Long-Seite schon ein bisschen höher ist. Aber letztlich ist dann, wenn man so eine Gruppe von Versuchen hat, ist ja eigentlich, also so sehe ich das zumindest, ist es ja dann so, okay, habe ich jetzt beim ersten Versuch, liege ich vielleicht schon richtig, oder brauche ich eins, zwei Fehlversuche und habe dann beim dritten Trade die richtige Richtung. Ich habe mir da gerade auch aufgrund der Erfahrung rein COT-Daten basiert, wo es halt schon auch mal den einen oder anderen Schlenker gab, angewöhnt, wenn es möglich ist von der Skalierung her, dass ich da einfach eine Gruppe von Versuchen einplane und da gar nicht zu viel reinpacke. Aber ich sehe es natürlich ähnlich, dass wenn man die COT-Daten mit ins Kalkül zieht, wäre die Long-Seite schon ein bisschen wahrscheinlicher. Aber das kann gut sein, dass das jetzt in dem Fall, das ist ja ein sehr, sehr teurer Kontrakt, das kann ja durchaus 5, 6, 7% mal fallen. Dann hätte man schon einen ordentlichen Schnitt gemacht, im Future sowieso. Und je nachdem, welchen Hebel man handelt, auch. Und das eine steht ja nicht im Widerspruch zu dem anderen. Aber da muss man natürlich für sich entscheiden. Also ich hätte jetzt wahrscheinlich vor 15 Jahren hätte ich ein Problem gehabt, das so zu machen. Ich kann also nachvollziehen, wenn jemand zum Beispiel weniger erfahren ist, dass er damit ein großes Problem hat, weil in dem Moment, in dem er dann falsch liegt und vielleicht einen Ausbruch nach unten handelt, das geht in die Hose, wird er natürlich sagen, ich Idiot, warum habe ich das gemacht? Es war doch klar, dass es steigen muss wegen den COT-Daten. Also das muss jeder für sich,
entscheiden, wie er das macht. Ich glaube, das Beste ist, da mit den Gewichtungen zu jonglieren, beide Seiten zu handeln, wenn ein Signal da ist, aber die Short-Seite vielleicht moderater zu gewichten. Okay, aber das ist ja auch eine deutlich kurzfristigere Strategie, diese Genau. Breakout-Strategie, die du dann handeln würdest, als jetzt eine mittel- oder bis langfristige Strategie auf COT-Daten basierend. Heißt Genau. also, wenn man jetzt rein theoretisch auf COT-Daten unterwegs ist und würde jetzt sagen, okay, nur als Beispiel, da ist eine wichtige Unterstützung, ich gehe jetzt schon mal einen Long ein, könnte man ja auch zumindest, wenn dann der Ausbruch nach unten stattfindet, kurzfristig sogar absichern und könnte sagen, okay, ich sichere die Position ab und wenn es dann fällt und der Markt dreht wieder, dann verkaufe ich die Absicherungsposition, dann bin ich zwar weiterhin Long, mittel- bis langfristig, aber die Breakout-Strategie habe ich halt auch gehandelt. Das gebe ich natürlich vollkommen recht, dass man das losgelöst voneinander natürlich betrachten muss, die beiden Strategien. Genau. So, jetzt gucke ich gerade noch mal rein. Dann fragt gerade der Franco, würde es vielleicht auch Sinn machen, wenn es Produkte gibt, Call und Put zu handeln, also ein Straddle aufzubauen? Wenn man da fit ist, kann das natürlich Sinn machen. Also rein von der Logik her ist es natürlich so, die Vola zieht sich jetzt im Moment zusammen. Man kann natürlich Strategien versuchen zu nutzen mit Optionen, mit Optionsscheinen, bei denen man auf einen Vola-Anstieg oder auf einen Vola-Ausbruch setzt. Also wer da fit ist, kann das natürlich machen. Wichtig ist halt bei solchen Geschichten, dass man tatsächlich damit auch firm ist, weil je komplexer ich es mache, desto mehr Fehler kann ich ja machen. Wenn ich jetzt sage, okay, ich handle einen Markt immer nur long und mit einem ungehebelten Produkt kann ich nicht so viele Fehler machen. Wenn ich jetzt natürlich dann auch noch Produkte auswählen muss, mit einer entsprechenden Basis, mit einer entsprechenden Laufzeit, da können ja Fehler passieren. Also wenn man da fit ist, ganz klarer Fall, aus meiner Sicht jedenfalls. Aber wenn man jetzt nur mal irgendwie was gehört hat irgendwo und dann probiert man da was, baut man sich natürlich da noch mehr Stolperfallen ein. Also das muss einem natürlich bewusst sein. Aber vom Prinzip her, klar, sobald es oder wenn wir irgendwo eine Situation haben, bei der es lange sehr, sehr ruhig war, ist das immer interessant. Genau, ja, also klar, wenn man jetzt die Volatilität anschaut und die Vola wäre jetzt hier rausgekommen, was ja Sinn macht, wenn der Markt eher seitwärts verläuft momentan, dann kann es natürlich durchaus Sinn machen, sich einen Basispreis rauszusuchen, auf diesen dann einen Call und einen Put zu kaufen. Und wenn dann relativ schnell der Ausbruch nach oben und nach unten stattfindet, dann müsste ja der Gewinn des einen Produktes den Verlust des anderen überkompensieren. Aber da ist es schon relativ wichtig, natürlich auch, dass das Timing dann ganz gut ist. Und da, weil man da ja in der Regel auch kürzer laufende Optionsscheine verwendet. Von daher, das ist nicht ganz ohne, wie der René gerade schon gesagt hat. Ja, vollkommen richtig. So, jetzt gucke ich gerade nochmal rein, ob hierzu noch Fragen kamen. Nee, können wir weitermachen. Das ist beantwortet. Okay, dann dritter Markt, den ich im Moment auf der Watchlist habe, ist Kakao. Haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich glaube, der Ingmar ist da auch eher bullish. Ich habe auch schon kleinere Positionen drin, war auch jetzt im Live-Trading-Account vor ein paar Wochen schon mal long oder vielleicht sind es auch schon 1, 2 Monate her. Ist ein Markt, den ich grundsätzlich für die Long-Seite interessant empfinde. Hat verschiedene Gründe. COT-Daten sehen da ganz gut aus. Wir haben ein zuletzt, nach letztem Stand, das kann sich ja noch ändern, aber wir haben in diesem Jahr ein schwaches El Niño und El Niño, wann immer El Niño auftritt, ist Kakao einer der wenigen wirklichen Profiteure im Preis. Also, sei es also, wenn ich 10-mal ein El Niño-Phänomen habe und sage pauschal, okay, ich gehe immer, wenn El Niño auftritt, also dieses Wetterphänomen im pazifischen Raum, durch das sich die eigentlichen klimatischen Bedingungen umkehren. Wenn ich das 10-mal also handle, ich sage, okay, dann gehe ich long in Kakao, dann werde ich wahrscheinlich am Ende Geld verdient haben. Wird aber auch nicht immer funktionieren, weil es unterschiedliche Ausprägungen gibt und manchmal tangiert das auch die Produktionsregion gar nicht in dem Maß. Aber deshalb ist das im Moment latent auf meiner Watchlist. Und ja, da hat sich auch nach diesem Absturz im Ende Februar, Anfang März, hat sich da jetzt nicht so viel getan. Wir sind auch wieder deutlich zurückgekommen im Preis. Jetzt haben wir First Notice Day gehabt. Das heißt, die Lieferperiode für den Juli begann gestern. Das heißt, der Juli ist weg. Sieht man auch hier, Open Interest ist praktisch fast bei null. Das war mal vor ein paar Wochen noch bei
fast 80.000 und jetzt ist es gestern bei 652 Kontrakten gewesen. Also Markt praktisch bereinigt. Und was wir ja oftmals auch sehen, haben wir auch hier schon besprochen, ist, dass es am oder um den First Notice Day, also wenn die Lieferperiode beginnt, eine zyklische Wende gibt auf den Trend der letzten 10 Handelstage hin. Was damit zu tun hat, dass eben die Spekulanten in den Tagen vor dem First Notice Day raus müssen, nicht können, sondern sie müssen raus, weil sie keine physische Lieferung wollen. Und selbst wenn sie die Position halten wollen würden, die Position wird definitiv geschlossen. Das macht der Broker dann. Und deshalb gibt es diesen Effekt oftmals, dass es sich hin zum First Notice Day, hier sehen wir das auch, es stieg in den Tagen davor, danach gab es einen Konter nach unten. Hier auch, 14.02., vorher ging es rauf, dann ging es runter. Wir hatten das hier. Und jetzt zuletzt ging es, ja, nicht so stringent, aber es ging tendenziell ein bisschen nach unten. Und mit dem First Notice Day haben wir da möglicherweise ein zyklisches Tief gesehen. Ich persönlich suche Long-Einstiege, bin jetzt zweimal knapp dran vorbeigeschrammt. Ich habe das Limit ein bisschen angepasst. Mal gucken, nicht, dass ich da den Einstieg dann komplett verpasst habe. Aber ich bin auch schon mit kleineren Positionen drin in anderen Projekten. Also auf irgendeine Art und Weise werde ich davon schon profitieren. Kakao sehe ich jetzt kurzfristig also durchaus als attraktiv und potenziell bullisch an. Aber auch hier gilt, wir haben durch diese nochmals massiven und konzertierten Zinssenkungen generell so einen Deckel auf den Rohstoffen, außer wenn da jetzt eine große Erntebeeinträchtigung kommt, befürchte ich, werden wir in den ganzen Rohstoffen das sehen, was mich früher wirklich auch nicht zur Verzweiflung gebracht hat, aber was mich schon arg genervt hat. Man positioniert sich eigentlich günstig, aber es erholt sich immer nur 10%. Wenn man sich auch Mais anschaut, haben wir auch zuletzt oft besprochen, das eiert da auch rum. Da muss man manchmal genau hingucken, um zu sehen, dass sich da überhaupt was bewegt. Also das wird, glaube ich, noch ein Weilchen uns leider Gottes erhalten bleiben im Rohstoffbereich. Deshalb muss man da sehr auf einzelne Stories gehen und muss die Märkte halt sehr aktiv handeln. Ich versuche da tatsächlich eher bei Rücksetzern reinzukommen und ja, mal hat man Glück mit so einem Limit und mal schrammt man da knapp vorbei. Aber Kakao auf jeden Fall auch für mich nach wie vor einer der Kandidaten für die Long-Seite. Und vierter Markt, den ich hier heute besprechen möchte, ist der Euro. Euro gegen US-Dollar. Auch ein Setup, was wir in der Trader-Ausbildung thematisieren, was wir dort auch schulen und was ich in meinem Live-Trading-Room auch sehr oft nutze, in verschiedenen Märkten auf höheren Zeitebenen jeweils, Tages-Wochenbasis bevorzugt, teilweise sogar auf Monatsbasis. Huge Range Open, die Idee dahinter habe ich schon ein paar Mal hier thematisiert, aber es sind ja auch immer wieder neue Leute dabei, deshalb nochmal ganz kurz, wie der Name schon sagt, große Range-Eröffnung heißt also die Eröffnung einer großen Range, einer großen impulsiven Kerze wie hier. Da ist eine Abwärtswelle gestartet. Wenn, und das ist eine Wenn-Bedingung, wenn der Markt bis dorthin zurückläuft, dann gehe ich in Richtung dieses Impulses. Das hier war der Abwärtsimpuls. Das hier ist der Real Body, dieser schwarze Kerzenkörper. Dann gehe ich auf Höhe der Eröffnung Short in Impulsrichtung in dem Fall und handle nochmal diesen Real Body, also diesen dunklen Part dieser Kerze, nach unten. Wenn es jetzt eine Aufwärtskerze wäre, wie hier diese, würde ich hier long gehen mit Ziel hier. Also immer die größte Range der letzten 10, 20, 30 Einheiten, die es gegeben hat, oder Tage oder Wochen, je nachdem. Und einfach den Real Body, die Spanne Eröffnung zu Schlusskurs, nochmal in die Impulsrichtung gehandelt. Und da auch nochmal ganz klar, wie gesagt, es ist eine Wenn-Bedingung. Wenn ich wüsste, dass es bis dorthin ansteigt, würde ich natürlich erstmal long gehen bis dahin. Das, was ich aber weiß, ist, also ich weiß nicht, ob es bis dahin geht. Es kann sein, dass der Markt unten bleibt und sich gar nicht bis dahin erholt. Ich weiß aber, wenn nochmal ein solches Startlevel eines Impulses angesteuert wird, dann habe ich gute Chancen, dass es nochmal eine zweite Welle gibt, die zumindest diese Impulskerze nochmal nach unten absolviert. Warum?
Ich persönlich erkläre mir das so, dass solche impulsiven, großen Ranges, ob es jetzt eine Wochenrange ist oder eine Tagesrange, nur von großen institutionellen Marktteilnehmern verursacht werden können, indem die eben dort in dem Fall beginnen zu verkaufen und das auch über mehrere Tage tun, in dem Fall über eine Woche. Und das braucht natürlich entsprechendes Volumen. Also können es nur die großen Marktteilnehmer sein. Und die gehen halt anders vor als wir. Wenn ich habe heute vielleicht die Meinung und morgen eine andere. Ist jetzt eigentlich bei mir nicht so, aber generell bei uns privaten Tradern ist es schon eher so, wir kaufen einen Kontrakt und dann ist alles erledigt. Das heißt also, wir sind drin. Und in 2 Monaten kann es sein, dass wir eine ganz andere Meinung haben. Investmenthäuser gehen nach meinem Kenntnisstand ein bisschen anders vor. Hedgefonds auch, die gehen viel sorgfältiger, die machen viel größeres Research dahinter, überlegen sich genau, weil sie ja auch ihre Orders gar nicht so schnell unterbringen können, überlegen sich genau, ist da Potenzial da? Und wenn ja, dann kaufen sich eben über eine Zeit ein oder shorten über eine Zeit. Und deshalb ist es da schon sehr wahrscheinlich, dass wenn so ein Eröffnungsniveau eines Impulses getroffen wird, auf höheren Zeitebenen, dass es da nochmal in diese Richtung eine Bewegung gibt. Aber auch da gilt, ich muss es halt wieder und wieder machen. Wenn man jetzt sagt, okay, das klingt gut und klingt logisch, mache ich mal, und man macht einen Versuch und das haut nicht hin und dann sagt man, das war wieder so ein Schrott, der mir da erzählt wurde, das ist nicht Sinn der Sache. Das heißt, also auch da ist es so, wenn ich 100 solcher Ranges habe, 100 solcher Konstellationen und handle die jedes Mal, dann werde ich am Ende mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit ganz gutes Geld verdient haben. Aber da wird es auch Serien geben von Trades, bei denen das nicht hinhaut. Wenn wir so eine Crash-Situation haben und die darauf folgende Erholung, dann kann das durchaus sein, dass das auch mal nicht hinhaut. Deshalb auch hier gilt, ich muss es wieder und wieder machen, Gesetz der großen Zahlen, und darf nicht glauben, ich probiere das einmal aus und dann wird es schon hinhauen. Und wenn es nicht hinhaut, verwerfe ich es, sondern es ist eben wichtig, da tatsächlich die Mathematik soweit es geht, für sich spielen zu lassen. Und das würde jetzt hier bedeuten, dass wir auf ein Ziel von 1,11 hin traden, und zwar von der 1,1353 ausgehend. Ich bin in dem Markt mit kleinster Position auf der Short-Seite, also ist nicht wirklich nennenswert, aber ich habe eine kleine Short-Position. Das Ziel wird eben hier die 1,11, 1,11 10, 1, 11, 20, so diese Region sein, weil da eben der Schlusskurs dieser Impulsrange ist und es ist einfach sehr wahrscheinlich, dass wir nochmal diesen Real Body hier quasi nach unten absolvieren, sprich also hier von der Eröffnung zum Schlusskurs, dass das hier nochmal stattfindet. Und wenn nicht, ja, dann muss ich natürlich ab einem bestimmten Punkt, wir haben jetzt schon über die Hälfte dieser Strecke absolviert, dann muss ich natürlich hier oben die ganze Geschichte absichern. Ich bin kein Freund von Stops am Einstand, aber in dem Fall geht es dann gar nicht anders, als dass man am Einstand, wenn es so weit schon gelaufen ist, eine Position absichert. Und ich brauche halt da Dutzende von Wiederholungen, wie wir es schon mehrfach besprochen haben. René, vielleicht noch 2 Fragen zum Euro-US-Dollar, zu diesem Setup auch. Die erste Frage vom Franz, warum genau diese Kerze? Danach gab es ja auch größere. Warum hast du jetzt genau diese gewählt? Zum Zeitpunkt, zu dem die Orders in den Markt gingen, war das ja die größte impulsive Abwärtskerze. Also die hat ja diesen Impuls gestartet. Die größeren hier unten werden ja auch gehandelt. Also diese hier ist ja schon absolviert worden. Die schwarze, die danach kam, da ist ja die weiße Kerze danach, die ist hier hochgelaufen. Hier hat man geshortet und hier ist das fast bis zu dem Schlusskurs runtergelaufen. Das heißt, diese Strecke ist ja schon absolviert. Die hier zum Beispiel war auch recht groß, Abwärtskerze, da hätte man hier geschortet, das hat aber nicht hingehauen. Und das ist halt jetzt das nächste Level, die nächste Kerze, die sich da ergibt. Also ich handle sämtliche. Ich würde auch, wenn wir jetzt hier nochmal deutlich zurückkommen würden, wenn das richtig runterklappt, dann ist ja hier diese weiße Kerze auch noch. Da ist ja auch noch was im Prinzip offen. Auf diesem Eröffnungsniveau würde ich auch long gehen, und zwar mit Ziel hier auf diesem Niveau. Also das ist das Interessante hierbei, das ist sehr verschachtelt mitunter. Da laufen teilweise dann auch gegenläufige Trades. Der eine hat ein Zeitfenster von den nächsten
10 Wochen, dann kommt ein Trade, der wird 2 Wochen später aufgemacht, der hat wieder 10 Wochen Zeitfenster, aber in die andere Richtung. Und oftmals sind es gerade, wenn es ein bisschen wilder zugeht, werden die Ziele nacheinander abgearbeitet. Also von diesen großen Ranges werden im Prinzip sämtliche gehandelt. Das ist natürlich alles dann zeitversetzt. Und das ist halt die jetzt dran kam. Und wie gesagt, wenn es jetzt nochmal deutlich nach unten gehen würde, wäre hier zum Beispiel ein Niveau, so in der Region um 1,0850 und hier unten bei 1,0680, 1,07, wären auch Niveaus, die zu handeln wären. Das heißt also nicht, dass die nicht gehandelt werden, sondern die würden hier auch getradet werden. Okay, dann kam noch die Frage rein von Bernhard, und zwar, warum du den Real Body nimmst und nicht die komplette Kerze. Ja, das hat sich als sinnvoll erwiesen, weil letztlich das, was der Real Body anzeigt, ist ja der tatsächliche Trend zwischen Eröffnung und Schlusskurs. Das ist ja das, wo man sagen kann, okay, da hat es wirklich einen Trend gegeben. Alles andere sind ja keine nachhaltigen Bewegungen. Das kann ja gut sein, dass dort ja, dass es mal einen kurzen, durch irgendwelche News einen kurzen Schub nach oben gegeben hat, oder einen kurzen Schub nach unten, der überrissen hat. Aber dieser Real Body, wenn der sehr ausgefüllt ist, das zeigt halt eine stringente Tendenz potenziell über einen gesamten Wochenzeitraum. Und das, was so zwischenzeitlich an Schwankungen da war, das hat eine geringere Signifikanz. Aber auch da, das ist ja nicht in Stein gemeißelt. Ich gehe auf diese Art und Weise vor, aus besagten Gründen. Aber wenn jetzt jemand sagt, okay, ich probiere es mal mit den gesamten Kerzen, dann einfach probieren. Mein Erfahrungswert ist, dass mit diesen Real Bodies, dass das besser trifft. Also diese gesamten Kerzengrößen, die haben eine geringere Signifikanz. Das ist mein Erfahrungswert in den Märkten, in denen ich es anwende. Das sind nahezu alle. Aber das Beste ist bei so etwas, so habe ich es jedenfalls immer gemacht, man hört irgendwo etwas, findet das vielleicht zum Teil ganz gut oder sagt sich, okay, das würde ich ein bisschen anders machen und dann probiert man rum. Ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit. Man braucht manchmal so einen Denkanstoß und vielleicht findet man da was noch viel Besseres für sich raus. Aber mit den Real Bodies, das ist einfach tatsächlich viel, viel signifikanter, was ja auch schon alleine daher rührt und daher rühren muss, dass der Real Body ist ja kleiner als die gesamte Kerzengröße oder ist maximal so groß wie die gesamte Kerzengröße. In vielen Fällen ist er ein bisschen kleiner. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass das dann getroffen wird, ist natürlich ein bisschen höher schon mal von vornherein, weil ich ansonsten ein größeres Ziel treffen müsste. Das kann also gar nicht so wahrscheinlich sein. Aber wie gesagt, einfach mal rumprobieren. Mein Erfahrungswert in sämtlichen Märkten auf diesen hohen Zeitebenen ist, dass der Real Body dort treffsicherer ist. Okay, super. Dann bist du soweit durch mit deinen Genau. Ausführungen, Ja, oder? ja, ja. Okay. Vielleicht kannst du mal ganz kurz noch reinschauen in die Fragenbox. Um 18:59 Uhr kam eine Frage für dich, dass du mal eben reinschaust. Und genau, dann werde ich in der Zeit übernehmen, oder wolltest du Alles gerade klar. noch was zeigen, weil du jetzt gerade was aufgemacht hast? Ja, genau, das kann ich nochmal schnell 10 Sekunden zeigen. Wir haben ja hier auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, Thema Equity Trading. Da haben wir ja in der Ausbildung auch einen großen Block dazu oder mehrere Einheiten dazu. Ich halte es für ganz wichtig, dass man mit den Gewichtungen jongliert. Entweder man pausiert Strategien und setzt sie zu bestimmten Zeiten, wenn sie wieder anfangen zu laufen, ein. Das könnte man jetzt zum Beispiel über die Equity machen. Blaue Linie ist die Kapitalkurve der Strategie und man hat einen gleitenden Durchschnitt. Das ist ein 10-Tage-Schnitt oder ein 10-Perioden-Schnitt. Wenn die Strategie, die Equity darunter läuft, pausiert man oder handelt mit halber Positionsgröße und sobald sie kreuzt, da fängt sie offensichtlich wieder an zu laufen, fängt man an zu handeln. Das läuft in manchen Märkten oder in manchen Setups läuft das sehr, sehr ordentlich. Manchmal ist es auch ein ziemliches Gezackere hier, wie bei Monday Bonds. Aber grundsätzlich, wenn ich das in sämtlichen Strategien mache, werde ich insgesamt A weniger Trades haben und ich werde zumindest einen Teil von den Verlustphasen auslassen. Und das ist gerade, wenn man so vor der Frage steht, wann aktiviere ich denn eine Strategie wieder und wann pausiere ich sie? Im Moment sind viele Strategien bei mir auf Pause, weil hier Cotton Fall zum Beispiel ist unterhalb des gleitenden Durchschnitts pausiert.
Weed Afternoon Breakout pausiert schon ein ganzes Weilchen, Monday Bonds auch und Cocoa Tuesday auch. Das sind nur mal vier Strategien rausgegriffen. Aber daraus ergibt sich eben, im Moment ist die Wahrscheinlichkeit, dass die einzelne Strategie Geld verdient, nicht so riesig. Der beste Weg wäre auch hier wieder, dass man sie konsequent durchhandelt, aber eben mit meinetwegen einem Drittel, wenn wir unterhalb des gleitenden Durchschnitts sind und mit voller Positionsgröße, wenn man darüber ist. Und da kann ich immer nur wieder darauf hinweisen, weil das ist ein Instrument. Viele werden ja, ich meine, das kennt der Ingmar aus seinem Service wahrscheinlich auch, viele sind ja schon bei drei, vier Verlusten, drehen die durch und alles ist scheiße und man hört auf. Man kriegt eine ganz andere Einstellung zu Verlusten in dem Moment, in dem man sich bewusst macht, das wird sich in diesen Schwüngen entwickeln. Und vor allem, wenn man dieses Filterinstrument hat, wo man sagt, okay, ich krieg's zumindest hin, einen Teil von den Verlusten auszulassen, dann hat man auf jeden Fall mental einen großen Vorteil, weil man hat etwas besser gemacht, als man es eigentlich gemacht hätte. Würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Wir machen das in der Trader-Ausbildung. Wir haben am Samstag ja das Abschlusswebinar für die Gratis-Trader-Ausbildung und ja, bei der nächsten Ausbildungsrunde, wer da dabei sein möchte, die geht am 1.7. los. Da sind jetzt noch ein paar wenige Plätze dabei für die Vollzeit-Trader-Ausbildung. Gibt es gar keine mehr, aber hier bei den Berufstätigen sind noch ein paar wenige offen oder frei. Da thematisieren wir das ausführlich. Ich kann aber auch losgelöst davon jedem nur raten, sich damit mal auseinanderzusetzen, mal die eigene Equity zu dokumentieren, weil das wirklich hilft. Mal zu steuern, wann gewichtet man wie. So, das war's dazu. Waren ja fast 10 Sekunden. Hatte ich 10 gesagt? Ja. Vielleicht meintest du aber auch 10 Minuten. Das Ja. weiß man natürlich nicht so genau. Super. Also ich gerade noch schnell meine Präsentation, die ich heute Morgen gehalten habe bei Guidance, habe ich gerade noch mal schnell umgebaut und den Euro-US-Dollar jetzt mal nach oben gepackt, weil ich es ganz interessant fand, dass der René da einen Trade jetzt aufgezeigt hat. Wir haben uns ja vorher nicht abgesprochen, wer welchen Trade jetzt hier oder welchen Markt gerade interessant findet. Und für mich ist nämlich der Euro-US-Dollar gerade auch für die Short-Seite sehr interessant, aufgrund der verschiedenen Vorfilter, die ich nutze, nicht aufgrund des Huge Range Open Patterns vom René, sondern auf einer anderen Grundlage. Da vielleicht auch der kurze Hinweis, weil da eben die Frage reinkam, warum ich zum Beispiel bei Kakao schon drin bin, der René aber noch nicht reingegangen ist oder jetzt nach und nach erst reingeht. Das ist korrekt. Jeder von uns, der René, auch ich, haben teilweise ähnliche Ansätze, teilweise aber auch sehr unterschiedliche Ansätze oder Optifams versucht noch etwas zu optimieren. Dafür wird es auch manchmal so sein oder deshalb wird es manchmal so sein, dass ich schon einen Trade drin bin, der René nicht. Vielleicht steigt der Markt dann auch relativ schnell an, der René ist gar nicht erst drin. Oder auch genau andersrum, der René geht schon rein, mir ist es noch zu unsicher, ich gehe nicht rein und der Markt läuft schon komplett in die Richtung und ich bin nicht dabei. Also, das heißt jetzt nicht, dass, weil wir jetzt das Webinar zusammen machen, wir alles 100% gleich machen oder sonstiges, sondern jeder von uns hat seinen Ansatz und jeder versucht im Endeffekt dann einen interessanten Einstieg zu finden. Wir sind sehr häufig auf derselben Seite unterwegs, aber wie ihr das mitbekommen habt hier im Webinar auch, öfter mal anderer Meinung. Das war damals mal bei Orangensaft, war das mal der Fall, im Aktienmarkt war es mal der Fall. Und bei verschiedenen anderen Werten, wo wir auch unterschiedlicher Meinung mal waren. Das hat da nichts damit zu tun, dass das alles, keine Ahnung, nicht eintreffen wird, was passiert. Aber René geht vielleicht über einen Pattern rein, über eine Systematik, die er hat. Ich gehe aufgrund von Vorfiltern rein oder sonstiges. Natürlich kann man alles immer noch besser machen, besser optimieren und so weiter und so fort. Und es geht ja hier vor allem auch darum, in dieser Webinarreihe aufzuzeigen, warum wir denken, welcher Markt interessant ist. Und dann kann jeder von euch ja auch nochmal sich das Ganze anschauen und vielleicht mit eigenen Komponenten, zum Beispiel mit der Charttechnik oder mit sonstigem noch kombinieren und gucken, ob er dadurch noch ein besseres Ergebnis hinbekommt. Das wäre natürlich dann sehr schön, wenn man das so sehen würde. Aber warum ich zum Beispiel den Euro-US-Dollar momentan interessant finde, erstmal das Sentiment. Das ist aufgrund der Tatsache, dass der Euro-US-Dollar zuletzt wieder ansteigen konnte, auch von einem sehr negativen zu einem leicht positiven übergegangen. Und das relativ zügig auch. Gerade jetzt zuletzt sieht man ja hier von 30 auf 60. Der Anstieg kam. Die Marktteilnehmer sind natürlich wieder sehr, sehr bullig. Es ist noch kein Extrem. Das sieht man ja hier. Wir sind noch nicht über dieser roten Linie. Aber dadurch, dass die Entwicklung jetzt so schnell kam, ist das eher mal schon für mich ein Kontraindikator. Also möchte ich mich eher auf die Short-Seite stellen, auch wenn es jetzt noch kein Optimalszenario ist. Saisonalität
relativ langweilig. Sieht man ja hier, Juni, Juli, August, September, ja, ist ein bisschen was, aber dann Oktober und November, wenn man das jetzt in der Gesamtheit sieht, muss man sagen, ist vom saisonalen Verlauf da nicht wirklich was zu erwarten. Der September, ja, ist schon stark, der zweitstärkste Monat des Jahres. Aber in der Summe von Juni bis November sieht es jetzt nicht positiv aus, aber auch nicht negativ aus, eher nach einer Seitwärtsphase, wenn man jetzt nur darauf guckt. Aber was heißt das auch? Das heißt ja ganz einfach, es gibt keine Prognosesicherheit oder keine erhöhte Prognosesicherheit, wenn man diese Seitwärtsphase sieht. Weil wenn man einen saisonalen Durchschnittsverlauf sich anschaut über, sagen wir mal, 20 Jahre und es ist eine Seitwärtsphase, was bedeutet das eigentlich? Ja, man kann es sich ganz einfach vorstellen, 10 Jahre ging es aufwärts, 10 Jahre ging es abwärts. In der Summe ist es dann eine Seitwärtsphase und das ist eben das, was wir hier sehen. Heißt also, wenn ich jetzt Short oder Long gehe, spricht die Saisonalität jetzt nicht dagegen, mich in die eine oder andere Richtung zu positionieren. Ansonsten, ich gewichte ja zum Beispiel die COT-Daten jetzt höher als die Saisonalität. In der Regel, es gibt auch Ausnahmefällen, aber in der Regel höher. Heißt also, ich würde das dann über die Gewichtung, würde ich das dann versuchen, etwas zu regeln. In diesem Falle ist das nicht notwendig. Spricht jetzt nichts dagegen, wenn man sich da short positioniert. Warum habe ich aber heute schon eine Short-Position aufgebaut bei mir im Midterm-Trader? Das liegt vor allem auch an den COT-Daten. Da kann man hier wieder unten ja die Netto-Position der Commercials sehen und hier oben den Verlauf des Euro-US-Dollar. Und sehr schön zu erkennen ist ja, dass wir hier schon fast wieder auf einem Extremniveau sind, was die Netto-Short-Position der Commercials angeht. Und was ist zuvor immer passiert, wenn wir auf diesen Niveaus hier unterwegs waren? Ja, es gab mal kleinere Gegenbewegungen und mal größere Gegenbewegungen. Hier 2011 war das auch der Fall. Da ging es ja, deutlich bergab. Ende 2013, da ging es ein bisschen seitwärts. Dann kam eine größere Gegenbewegung. Also die Commercial oder die Positionierung der Commercials zeigt mir jetzt schon an, dass ich mich eher auf die Short-Seite stellen sollte. Ist zumindest meine Auswertung. Und wenn ich mir dann noch den Chart angucke, dann sehe ich ja hier im Endeffekt eine Seitwärtsphase. Wir hatten zwar mal diesen Ausbruch nach oben, danach sind wir aber in die Range zurückgefallen zwischen 1,05 und 1,15 etwa. Und hier befinden wir uns momentan ja am oberen Rand dieser Range. Von daher gehe ich eher davon aus, aufgrund der Vorfilter, dass der Euro-US-Dollar nicht nachhaltig über diese Marke ansteigen wird, über diese Widerstandszone und habe mich dementsprechend heute auf der Short-Seite positioniert, weil ich jetzt davon ausgehe, momentan, dass der Euro-US-Dollar eher wieder Richtung der Unterstützungszone, Richtung 1,05, 1,06 in etwa fallen könnte. Ist nur mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit, muss nicht so sein. Vielleicht kommt auch der Ausbruch nach oben. Aber wer dann mit Stops arbeiten will, der kann das ja relativ eng auch absichern über dieser Widerstandszone. Aber man sieht auch, dass das nicht immer so ganz einfach ist, wenn der ein oder andere erzählt auf Seminaren oder in Webinaren, dass man doch hier einen ganz klaren Widerstand hat bei 1,15 und dann kann ich doch den Stopp bei 1,15, keine Ahnung, 20 setzen oder was auch immer. Man sieht ja, dass es immer wieder auch diese kleinen Peaks hier gibt oder gab in der Vergangenheit über diese Widerstandslinie hier. Also da muss ich ein bisschen aufpassen. Deshalb arbeite ich ja auch ungern mit so engen Stops oder überhaupt mit Stops, lasse die Position erst mal ein bisschen laufen, wie René das ja eben auch gesagt hat, weil man ansonsten viel zu oft aus den Positionen rausfliegt. Und da wieder der Hinweis, was würde denn passieren, wenn es diesen kleinen Peak nach oben gibt? Dann würde ich ausstoppen, der Markt fällt wieder drunter, ich würde wieder reingehen, weil die Vorfilter zeigen mir genau das Gleiche weiterhin an. Ich würde dann sagen, okay, das war ein False Breakout, ein Fehlausbruch, ich gehe wieder auf die Short-Seite rein, vielleicht passiert das nochmal und nochmal und spätestens am dritten, vierten Mal würde ich sagen, das ist doch Käse, das mache ich nicht mehr mit, ich werde jedes Mal ausgestoppt und ihr wisst, wie es ist, ich kenne es ja auch, dann kommt die Bewegung und man ärgert sich, dass man dann rausgeflogen ist. Aber wir werden sehen, ob die Bewegung so stattfinden wird. Dann habe ich heute nochmal eine Position auf WTI-Öl eröffnet, eine Short-Position. Ja, habe es zuletzt schon zweimal probiert, zweimal auf die Nase bekommen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es diesmal ausgeht. Ich werde auch hier kurz erklären, warum. Sentiment ist zuletzt natürlich auch sehr, sehr stark angestiegen. Wir können es noch vorstellen. Wir erinnern uns noch dran, als wir die negativen Preise hatten. Da wollte keiner was von Rohöl hören. Jetzt auf einmal steigt der Preis und steigt und steigt und steigt. Lagerbestände eigentlich negativ zu werten, der Markt steigt weiter. Naja, so ist das manchmal, aber man sieht ja hier diese massive Veränderung des Sentiments und das ist für mich als Kontraindikator eher mal ein Short momentan. Dann die Phase saisonal betrachtet, Mai bis ja, Ende Juni, Anfang Juli eher leicht negativ. Wir sehen hier diese Korrektur in der Saisonalität.
prinzipiell von Ende Februar bis an Mitte Mai positiv, war dieses Jahr natürlich nicht der Fall. Dann hier ab Juli bis Ende September auch wieder sehr positiv, aber zwischenzeitlich könnte es hier mal eine Korrektur geben. Also das sind die Vorfilter, die momentan dafür sprechen könnten, dass der WTI-Preis noch mal etwas runterkommt. Auch die COT-Daten sehen wir hier, sind zwar noch nicht auf einem absoluten Extrem, aber schon hier in einer extremen Region mit minus 600.000 Kontrakten. Gerade jetzt zuletzt den Anstieg gesehen. Commercials haben ihre Netto-Short-Position ausgebaut. Und auch das zeigt mir an, dass ich mich eher auf die Short-Seite stellen sollte. Dann finde ich das charttechnisch auch sehr interessant, dass wir jetzt hier in diesen Widerstandsbereich gerade reinlaufen oder reingelaufen sind, zuletzt bei 40, 40 und etwa bis 42, 50. Da ist ja ein massiver Widerstandsbereich, wie man hier sehen kann. Da ist es in der Zukunft immer wieder nach oben abgedreht. Und jetzt sind wir ja dabei, dieses Gap hier zu schließen. Und dort ist auch dieser Widerstandsbereich, den wir hier sehen in diesem Chart. Von daher spricht auch die Charttechnik dafür, dass der Rohölpreis hier erstmal wieder verschnaufen sollte und wieder etwas korrigieren könnte. Aus diesem Grund habe ich auch hier heute eine entsprechende Short-Position eröffnet. Dann habe ich es eben schon kurz gesagt, für mich auch Palladium momentan weiterhin sehr interessant, eher aber für die Long-Seite. Warum? Die Commercials sind fast netto long positioniert und wir sehen ja, was in der Vergangenheit passiert ist, wenn das der Fall war. Danach gab es immer schöne Aufwärtsschübe. Aus diesem Grund werde ich hier Long-Einstiege suchen. Saisonalität bis Ende September eher durchwachsen. Nicht positiv. Von daher wäre mein Idealszenario, René hat es eben auch gesagt, momentan schauen schon weniger auf den Markt, weil er nicht mehr so interessant ist. Es geht nur leicht schwankt es momentan. Von daher wäre mein Idealszenario, das dauert natürlich noch ein bisschen, dass jetzt bis September eigentlich relativ wenig passiert, dass der Palladiumpreis mal etwas ansteigt, mal etwas fällt, aber eher sich so eine Seitwärtsphase etabliert. Und dann wäre es natürlich super interessant, wenn die Commercials weiterhin eine solche Position hätten oder sogar vielleicht noch eine Netto-Long-Positionierung und dann kommen die sehr, sehr starken Monate Oktober, November, Dezember, Januar, Februar und dann sogar noch der März und der April auch positiv. Dann würde ich mich da definitiv auf die Long-Seite stellen. Momentan warte ich noch etwas ab, wie sich das Ganze verhält, aber ist durchaus ein Wert, den man auf der Watchlist haben sollte. Gerade hier die Marke um 1820 natürlich super interessant. Da konnte der Palladiumpreis zuletzt wieder nach oben abdrehen. Noch interessanter auf der Unterseite natürlich die 1607. Heißt also, wenn der René, wie er eben gezeigt hat, zum Beispiel so ein Breakout handelt nach unten, auch auf der Short-Seite, würde ich jetzt zum Beispiel nicht machen. Aber für mich wäre es dann interessant, sollten wir Richtung 1610 in etwa nochmal zurückkommen oder 1620 oder was auch immer, dann würde ich da auf jeden Fall drüber nachdenken, dann eher eine Long-Position zu eröffnen, mittel- bis langfristig, weil das natürlich ein sehr, sehr interessantes Niveau wäre. Dann könnt ihr euch das mal ganz kurz schon mal merken, falls ihr Interesse habt, mal meine Trading Services euch anzugucken, den Short-Term-Trader, wo es um sehr kurzfristiges DAX-Trading geht oder den Mid-Term-Trader, gibt es hier einen 20% Rabattcode momentan, IK20 Gustav Emil. Den Link hier unten kopiere ich gleich auch mal rein. Wollte ich aber jetzt eigentlich gar nicht darauf eingehen, ist jetzt dahingesprungen. Was ich mal kurz zeigen wollte, weil jetzt gerade eben mehrere Nachfragen kamen, wie es auch zum Beispiel beim Short-Term-Trader momentan läuft. Hier ist mein Guidance-Desktop für den Short-Term-Trader. Da habe ich zuletzt einige Änderungen vorgenommen, wie ihr mitbekommen habt. Ich hatte es hier im Webinar ja gesagt, hatte ich auch eine ordentliche Drawdown-Phase. Das heißt, der Großteil der Gewinne, die in diesem Jahr bereits angefallen sind im Short-Term-Trading, sind leider damit wieder über die Wupper gegangen. War super ärgerlich. Aber ich sag mal, solange kein Verlust entstanden ist, für mich jetzt, natürlich gibt es auch dann Personen, die zum schlechten Zeitpunkt reingekommen sind in den Service, das tut mir auch sehr leid, gar keine Frage. Das ist immer das, wovor ich gewarnt habe, wenn man in eine Phase reinkommt, wo es sehr gut gelaufen ist, dass dann auch die Wahrscheinlichkeit eines Drawdowns sehr, sehr hoch ist. Aber aus diesem Grund habe ich einige Änderungen vorgenommen, weil ich relativ aktiv und sehr, sehr viel natürlich auch hier im Short-Term-Trader gehandelt habe. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere das von euch mitbekommen hat. Da gab es teilweise 50, 60, 70 Trades am Tag oder auch mal mehr. Nicht immer alle Einzeltrades, sondern ich hatte teilweise auch mehrere Positionen gleichzeitig laufen auf der Long-Seite oder auf der Short-Seite. Das habe ich jetzt deutlich reduziert. Habe jetzt hier auch ein Depot hier noch eingeführt seit dem 4.6. Habe ich das jetzt also auch mit Depot, dass man hier genau immer nachvollziehen kann, wie sind die Trades
jetzt seit dem 4.6. gelaufen, seit ich diese Änderungen vorgenommen habe. Es laufen weniger Trades. Es soll etwas diese Geschwindigkeit rausgenommen werden, weil viele Teilnehmer mitgeteilt haben, dass es einfach zu schnell geht, die Stoppanpassungen zu schnell kommen für so viele Positionen, dass das nicht so einfach ist umzusetzen. Aus diesem Grund, wie gesagt, die Geschwindigkeit deutlich reduziert. Und habe versuche da natürlich mehr Rücksicht darauf zu nehmen, weil der Service soll ja auch natürlich dazu dienen, dass er einen Vorteil bringt. Ansonsten, wenn man abends fast einen Herzkasper kriegt, weil es den ganzen Tag nur im atemberaubenden Tempo hin und her geht, das soll natürlich auch nicht der Fall sein. Und jetzt habt ihr eben hier die Möglichkeit, euch anzugucken, wie es seit dem 4.6. dann eben lief. Muss auch sagen, natürlich sehr, sehr gut. War jetzt sehr schön, auch mal wieder eine sehr positive Phase zu haben. Also seit dem 4.6. Ich habe hier ein Depot hier angelegt mit 100.000 Euro. Warum auch 100.000 Euro? Weil ich arbeite mit verschiedenen Gewichtungen. 0,5 halbe Positionsgröße, 1 normale Gewichtung, 2 doppelte Positionsgröße. Und was ich eben mache, halbe Positionsgröße sind 500 Stücke, normale Gewichtung 1000. Doppelte Gewichtung sind 2000. Natürlich, ganz wichtig, sollte man das auch entsprechend an sein Konto und an seinen Kontostand oder Depotgröße entsprechend anpassen. Ich habe hier mit 100.000 am 4.6., wie gesagt, gestartet, bin jetzt bei 142.000. Also das ging jetzt steil bergauf. Auch hier wieder die Warnung, was jetzt die letzten Wochen sehr gut funktioniert hat wieder. Wird nicht immer so weitergehen. Es wird dann auch wieder Phasen geben, wo es eine Drawdown-Phase gibt. Ob die dann kleiner oder größer ausfällt, das weiß ich leider auch nicht. Aber ich werde auf jeden Fall jetzt schon in den nächsten Tagen, wahrscheinlich auch schon morgen, die Gewichtung runterfahren und das Risiko etwas rausnehmen. Man sieht hier die abgeschlossenen Trades seit dem 4.6., wie es gelaufen ist. Ich kann mal ein bisschen hier hochklackern und da sieht man eben auch, dass es auch größere Verluste gab. Das ist eben auch ein Bestandteil eines kurzfristigen, sehr aktiven Tradings, weil das lag aber daran, es über Nacht dann riesige Gaps gab, ich noch die Position offen hatte und das ist natürlich dann ärgerlich, dass eine Position relativ viel kostet, aber es gibt sehr, sehr viele Trades mit kleinen bis mittleren, auch mal größeren Gewinnen und dann gibt es aber auch natürlich immer wieder Trades, die ordentlich gegen mich laufen und ja, könnt ihr einfach euch mal gerne ein Bild von machen, wenn ihr euch da mal schauen wollt, dann könnt ihr das Ganze ja 14 Tage kostenlos und unverbindlich testen. Bitte denkt nur dran, wenn ihr daran Interesse habt und dann aber merkt, es passt nicht zu euch, dann innerhalb dieser 14 Tage, das ist ja die Widerrufsfrist, entsprechend zu kündigen, weil ansonsten würde das in ein Abo übergehen. Ich kopiere gerade mal hier diesen Link rein und genau, der Gutscheincode war IK20GE, da bekommt ihr dann 20% Rabatt auf die erste Laufzeit von 3 Monaten und könnt da gerne mal reinschauen. So, nächstes Thema. Da kam eben die Frage rein, wie es eigentlich bei Wirecard aussah oder aussieht. Ich halte mich da auch raus, genau wie der René. Muss aber sagen, dass ich gestern, witzigerweise noch, ich glaube, es war gestern, ja, gestern ein Video bei YouTube gesehen habe, wo der Frank Thelen, der große Investor, den ja wahrscheinlich viele von euch kennen, über seine Aktieninvestments gesprochen hat und hat dann gesagt, dass er bei Tesla sehr gut, sehr groß drin ist. Das ist natürlich bombenmäßig gelaufen. Und dann hat er eben auch gesagt, dass er bei Wirecard relativ groß investiert ist und er davon ausgeht, dass die Wirecard-Aktie auf jeden Fall deutliches Potenzial hat. Und ich sogar dann auch darüber nachgedacht habe, wenn so jemand das sagt, sich zumindest mal das Ganze näher anzuschauen, habe aber nicht gekauft, weil mir das Ganze etwas zu riskant ist momentan noch mit den Bilanzen und alles, was da immer für Nachrichten gibt. Und heute kommt dann auf einmal dieser massive Einbruch, sehr überraschend natürlich, dass das so extrem ist. Aber ich habe jetzt gerade mal hier ein Discount-Zertifikat aufgerufen, nicht weil ich jetzt denke, das ist gut oder das ist schlecht, aber mich hatte eben ein Kunde danach gefragt, hier ein Teilnehmer danach gefragt, wie sich so ein Discount-Zertifikat verhält, ob das jetzt ausgenockt ist oder sonstiges. Nein, ein Discount-Zertifikat ist ja ein Anlagezertifikat, das heißt, es wäre 0 Euro wert, wenn die Aktie weg ist, also wenn das Unternehmen pleite geht und bei null steht, dann wäre das Discount-Zertifikat auch wertlos oder wenn der Emittent pleite geht, gar keine Frage. Aber wir haben ja hier einen Cap, einen Höchstbetrag von 58. Laufzeit ist der 19.02.21, also 2021. Heißt also, wenn wir am Ende der Laufzeit oberhalb von 58 notieren sollten, dann bekomme ich 58 Euro ausgezahlt. Wenn wir darunter notieren sollten, dann bekomme ich entweder die Aktien geliefert,
Oder aber, das kommt jetzt auf die Bedingungen an, hier steht Zahlung oder Aktienlieferung. Okay, dann wird hier die Aktien geliefert. Also entweder wird über 58 Euro die 58 ausgezahlt oder es gibt eine Aktienlieferung, wenn wir da drunter stehen. Und ja, wenn die Aktie sich über 20 steht, dann bekommt man halt die Aktie entsprechend zu 20 dann hier eingebucht. Aber auch hier nochmal vielleicht der Hinweis, gerade wenn die Volatilität in Werten sehr, sehr hoch ist, wie jetzt in der Wirecard-Aktie, und man geht davon aus, dass die Aktie sich wieder erholt. Wie gesagt, ich halte mich da momentan raus, aber kann ich auch nur dazu raten, mal zu schauen, wie es so bei Discount-Zertifikaten aussieht. Man sieht ja hier Produkte mit einem Wahnsinns-Discount, also hier ein Produkt von Goldman Sachs läuft bis 2022. Cap ist bei 16 Euro. Das heißt, wenn die Aktie am Ende der Laufzeit oberhalb von 16 Euro notiert, bekomme ich 16 Euro ausgezahlt. Momentan kostet das Produkt 7,89 Euro. Also man sieht, es lässt sich hier eine Seitwärtsrendite PA von fast 50% erzielen. Also man denkt manchmal, Discount-Zertifikate sind ein bisschen langweilig, aber gerade wenn die Volatilität sehr, sehr hoch ist, dann sind eben die Preisabschläge auch entsprechend groß bei diesen Produkten. Die profitieren davon. Also nicht, wenn man schon investiert ist, sondern die Konditionen profitieren davon, wenn die Volatilität hoch wird oder hoch ist. Und dann kann ich eben davon wiederum auf der anderen Seite profitieren, wenn ich einsteige, die Vola rauskommt, dass das Produkt dann an Wert gewinnen wird. Dann kam eben noch die Frage rein, was hat eigentlich das für einen Einfluss, so ein massiver Abverkauf in der Wirecard-Aktie? Da habe ich gerade mal hier bei Finanzen Net das einfach aufgerufen. Da sieht man hier Name der DAX 30-Werte und aktueller Einfluss auf den DAX in Punkten. Und dann sieht man, dass dieser massive Kurssturz hier einen Einfluss hat von 85 DAX-Punkten momentan. Also das hat den DAX 85 Punkte gekostet. Jetzt gucke ich gerade noch mal rein, was es hier noch für Fragen gibt. So. So. Okay, schreibt gerade der Niklas, Testphase läuft bei Börse Go übrigens problemlos, das finde ich gut. Ja, also so sollte es ja auch sein. Heißt also, wenn man innerhalb der 14 Tage merkt, dass es nicht zu einem passt, dann natürlich kann man hier auch widerrufen. Nur, da fällt mir gerade ein, kleiner Hinweis noch, weil da letztens ein Kunde geschrieben hat, dass er nicht widerrufen konnte. Er hat explizit angeklickt, dass er aufs Widerrufsrecht verzichtet, weil es manchmal sein kann, wenn man jetzt als Kunde schon 5 oder 10 Dienste bei Guidance getestet hat, dass dann irgendwann gesagt wird, okay, du hast jetzt 10 Sachen getestet und immer innerhalb von 14 Tagen widerrufen. Beim nächsten Mal musst du bestätigen, dass du aufs Widerrufsrecht verzichtest. Und wenn man das natürlich anklickt, dann heißt das, das Widerrufsrecht hat man nicht mehr. Das vielleicht nur als kleine Erläuterung. Ich war da etwas erstaunt, weil dann gesagt wurde, meinst du im Ernst, ich lese mir sowas durch? Also man sollte sich natürlich schon die Sachen, die man abschließt, auch entsprechend durchlesen, wenn man auf irgendwas verzichtet. Nicht nur hier, sondern auch, wenn man irgendwas anderes kauft, einen Staubsauger oder was auch immer. Genau, Katrin schreibt, den Tech DAX hat es natürlich auch dadurch ordentlich erwischt. Klar, gar keine Frage. Das hat natürlich auch was ausgemacht. Guten Abend, fragt der Hans, wie ist der Gutscheincode? Ich zeige ihn nochmal kurz an. Der Gutscheincode ist IK für Ingmar Königshofen 20 Gustav Emil. Okay, Andreas schreibt noch, danke für eure Zeit. Vielleicht könnt ihr das Webinar zeitnah hochladen. Ich war zu spät dran. Klar, gebe ich direkt an René weiter, weil er das hochladen muss. Dann laden wir das natürlich entsprechend auch hoch. Ja, dann vielleicht noch als Punkt noch beim Midterm Trader, das möchte ich natürlich auch noch sagen. Da gab es jetzt zuletzt auch mal einige Minus-Trades, hatte ich aber auch. Übrigens nicht wundern, da hat mein Hund sich geschüttelt, wenn es komische Geräusche über das Mikro gab. Da hatte ich aber auch immer darauf hingewiesen, ich hatte im ersten Jahr nicht einen Minus-Trade, da waren es über 50 Trades in Folge, die positiv waren. Jetzt gab es mal 4, 5 Trades oder 6, ja, 5 Trades, glaube ich, die Minus waren. Das gehört für mich dazu. Und sollte man im Trading immer akzeptieren, ist zumindest meine Meinung, wenn man denkt,
Das sollte nicht dazugehören. Man sollte nur Gewinne machen. Dann bin ich auf jeden Fall der falsche Ansprechpartner, René auch. Dann muss man sich anderweitig umgucken und gucken, ob man da zufrieden wird und da etwas Passendes findet. Das wird es leider meiner Meinung nach nicht geben. So, jetzt schaue ich gerade nochmal hier rein. Bum, bum, bum. Ja, also viele schreiben jetzt zu Wirecard. Stimmt, das hatte ich hier noch aufgerufen, das wollte ich eigentlich noch zeigen. Und zwar, was ganz interessant ist bei der Wirecard-Aktie, ist, dass jetzt hier in wichtigen Unterstützungszone zurückgefallen ist und da diese Abwärtsbewegung auch zunächst mal gestoppt wurde. Das sieht man ja hier an dem Chart ganz gut. Können wir ja sehen, hier war das Tief ungefähr damals bei 25 in etwa und hier oben dieser Widerstandsbereich, der dann nach oben verlassen wurde, war so bei 47, 48 und genau in diesen Unterstützungsbereich sind wir jetzt zurückgefallen und ich bin jetzt auch sehr gespannt, wie es hier bei der Aktie weitergeht. Das ist natürlich echt ein massiver Abverkauf, der hier stattgefunden hat und ja. Ich kann es verstehen, dass es immer juckt, dass man jetzt hier überlegt, ob man was machen soll. Ich würde nur dazu raten, wenn man was machen möchte, man denkt, man will jetzt unbedingt dabei sein, dann werde ich es zumindest so machen. Ich habe es noch nicht gemacht und ich werde auch jetzt in den nächsten Tagen nicht einsteigen. Aber wenn ich was mache, dann werde ich das mit Geld machen, wo ich auch verschmerzen kann, wenn es deutlich gegen mich läuft. Und dann werde ich auch kein Derivat kaufen, sehr wahrscheinlich, sondern die Aktie selber. Da hat man genug Bewegung drin. Da braucht man jetzt nicht noch einen Hebel und vor allem keinen hohen Hebel, weil das kann ja dann richtig in die Hose gehen. Alright, super. Dann sind wir soweit durch. Fragen sind, soweit ich sehe, alle beantwortet. Und genau, dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Schön, dass ihr wieder so zahlreich mit dabei wart. Vielen Dank auch für die ganzen Fragen. Und dann geht's am Sonntag weiter beim nächsten Trading Insights Webinar. Bis dahin, weiter gute Trades, bleibt gesund und macht's gut. Ciao.